So, willkommen zurück in der 08 von Scam. Ich habe jetzt mal was probiert, weil wie gesagt, ich weiß, dass hier gerne Zombies spawnen, an dem Spot, den ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Und ich habe jetzt hier mal so eine. Ich weiß nicht, ob das auch das Spawn verhindert. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Safe Zone hier mal hingesetzt. Ja, sprich das ganze Gebiet bis knapp an den Teich runter, wo wir in Ruhe angeln wollen. Das ist jetzt auf jeden Fall, kriege ich hier keinen Schaden. Aber normalerweise macht es auch erst Sinn, ja. Wenn dann auch keine Zombies spawnen. Werden wir sehen. Anwenden. Einstellung erfolgreich übernommen. Okay. Und ich mache das Spiel jetzt ein bisschen lauter. So. Ist doch sehr leise. You have entered a new zone. Darf ich dann jetzt hier aber selber bauen, ja? Die hab ich ja. Ich probier's mal. Lieber mal probieren. Ja. Alles gut. Alles gut. Dann gehen wir jetzt looten. Nimm gleich mal die Axt dran, mein Guter. Auf geht's. Metallschrott und am besten einen Rucksack. Ich glaube, die Axt war nicht gut gegen Zombies. Ich werde den Zombies aus dem Weg gehen. Komm, wir fressen hier gleich mal was. Wollen wir es können? Rupp ihn ab, ich sehe sie doch. Jetzt geht das wieder los. Blindes Huhn. Komm. Wird's gerade dunkel? Oh. Och, ich liebe es immer noch so in Scam, ne? Die Atmo. Das Spiel muss man einfach lieben, wenn man so richtig hartes Survival will. Ja. Dass der Wind einfach weg. Ach komm, Uwe. Du willst looten. Ist das hier so ein Obstbaum? Nee. Sah jetzt ein bisschen so aus. Hoppala. Das klasse. Guck mal, wie wir rennen können, weil wir noch nichts weiter tragen. Geht gar nicht runter, so richtig. Ja, ein Bonbon ins Maul. Dann. Na. Oh, Hitbox. Wie immer. Ja, das A und O ist ein Rucksack. Ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier den Köcher herzustellen. Weil alleine Rucksack schon wegen Pfeile. Müssen wir uns jetzt die Zeit nehmen. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Komm, wir fangen ganz klassisch hier einfach an. Hoppala. Mal gucken, ob hier eine Mutti drin ist. Nö. Metallschrott. Zum ersten. Zum zweiten. Jetzt müsste ich theoretisch schon zurück, ne? Dass ich hier. Hab und dann habe ich gleich Platz. Das werde ich jetzt auch machen. Es nützt nichts. So ist das Spiel halt. Und ich schneide hier auch nichts raus. Ich spiele das wie immer frei der Leber weg.
kann das doch noch ein bisschen lauter machen, das Spiel, oder? Komm. Komm. Das ist ja mit dem Mikro jetzt alles anders. Wieder so eine Lauffolge. Ah, oh, schön. Aber dass die immer noch keine Taschenlampe in dem Spiel haben, das nervt mich. Die sollen von mir aus auch Batterien fressen. Aber Taschenlampen gehören ja mittlerweile, nein. Ohne Scheiß. Und jetzt sind wir in unserer Zone. Ich hoffe, hier spawnen jetzt keine Zombies mehr. Dann weiß ich jetzt auch mal, wie sowas funktioniert. Da kann man sich so seinen kleinen Bereich wenigstens machen. Ärgert mich trotzdem ganz schön, gell? Dass ich in die Häuser keine Kisten mehr setzen kann. Brauche ich das? Nee, erstmal nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Was das für ein Feature ist. So, mein Guter, jetzt pass mal auf. Ach stimmt, die Schuhe gehen ja jetzt auch immer so kaputt, ne? Wir machen mal die Handschuhe weg. Und die Mütze weg. Der wird schon nicht gleich erfrieren. Denke ich mal, hm? So, den Fertilizer jetzt safen. Hoppala. Boah, erstmal 25 Kilo. Pass mal auf. Ja, alles grün. Du müsstest eigentlich so ein bisschen mit dem Sack jetzt hier rumrennen. Zeig mal. Jawohl, mein Guter. Guck mal, das sieht aus, als hat er ein Stück Fleisch auf der Schulter. Wer weiß, was das ist. Organischer. Gut. Oh, ist das ein Lappen. Gut. Jetzt können wir looten. Wollen wir die Axt da lassen? Die bringt doch eh nichts. Obwohl, die wird schon mehr Schaden machen, wenn wir doch mal den Zombie nicht entkommen können. Bei meinem Glück. Oh, ist das klasse. Diese Riesenwelt, ja. Die ist so klasse gemacht. Müssen wir mal kacken oder bullern? Nö. Werte alle gut. Warte mal, sieht man das vielleicht hier irgendwo? Ist es das da hinten? Das Atomkraftwerk. Warte mal. Wir gucken jetzt nach Osten. Das könnte das sein, ne? Da hinten. Da. Naja. Oh, das ist bestimmt gruselig dort. Da hätten sie ruhig mal einen neuen Gegner hinmachen können. Das wäre dann unheimlich. Machen sie vielleicht noch, ne? Ich denke auch mal, das wird nicht das einzige verstrahlte Gebiet sein. Die werden noch irgendwo was machen, denke ich. Weil wegen Einsen, ist kein kleiner Spot, ne? Aber ihr wisst, wie ich es meine. Wegen Einsen, kleinen Spot, da jetzt hier ein übelstes Feature reinzuklatschen. Ich denke, da machen die irgendwo noch was. Oh, ich bin hier. Ey, die ist gerade erst raus. Ich habe noch nicht alles gesehen und ich bin jetzt schon wieder aufgeregt, was in der 09 kommt. Aber nicht nur das. Scum ist ja dafür bekannt, und das feiere ich ja auch so, dass zwischen diesen großen Updates, ja,
ständig kleinere Updates auch mit neuen Features oder neuen Gegenständen kommen. Das finde ich so klasse. Du wirst da immer noch bei Laune und an der Stange gehalten. Guck mal, ich habe jetzt auch schon knapp 300 Spielstunden in Scum. Das wird immer geiler, das Spiel. Ey, dass das Farming jetzt wirklich mit drin ist, das feiere ich. Das wollte ich ja mal haben. Kurz genießen. Ja, Grafik habe ich soweit alles auf Maximum. Glaube ich zumindest. Und es läuft mit 80 FPS. Richtig gut. Das erinnert mich wieder an den FPS-Bug, der so schlimm war. Oh, war das schlimm. Egal, die Zeiten sind vorbei. Scum ist zurück. So, hier waren wir drinnen. Jetzt. Psst. Erstmal gucken, ob hier eine Mutti ist. Erst gucken, ob es clear ist. Ich gehe ja kein Risiko mehr ein. Siehst du, wir müssen den Zombie töten. Ich brauche ja eine Knochennadel fürs Nähset. Jetzt kann man looten. Siehst du, zum Glück habe ich die Handschuhe schon mal abgelegt und die Mütze. Sonst würde der jetzt schwitzen wie so ein Schwein. Das ist ja schon wie so ein kleiner Rucksack. Guck mal, ich kann da 5 Kilo Gewicht rein. Brauche ich nicht. Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt wieder das typische Looten. Oh, ist das gut. Warte mal, könnte ich jetzt Pfeile machen? Ja. Das müsste doch so hinhauen, ne? 2, 3, 6. Probiere ich gleich. Mit einem Bogen fühle ich mich sicherer. Gibt's da eigentlich ein Medikament jetzt, wenn du hier, sag ich mal, Strahlung hast, oder musst du die einfach aussitzen? Weil die geht wohl richtig schwer runter. Irgendwie Jodtabletten oder was ist da angeblich immer? Ich weiß es nicht. Komm, ja. Wir probieren mal, ob die Pfeile müssten reinpassen. Ich liebe es. Ach stimmt. Da war ja was mit meinem geliebten Infektionsupdate. Ich brauche jetzt immer Alkohol. Sonst sind die Dinger nahezu wertlos. Gut. Oh, ist das klasse. Ich feiere die Atmung in dem Spiel so.
Also das ist auf jeden Fall das ganz große Ziel, dieses gruselige, verstrahlte Atomkraftwerk besuchen. Da brauchst du, hier waren wir ja, und da brauchst du ja wirklich so einen richtigen Schutzanzug, ne? Logisch. Wie komme ich denn hier hoch? Ach, war ich schon. Der OW ist wieder unkonzentriert. Na gut, wir müssen jetzt unseren ersten Zombie killen. Und wie wir gelernt haben, ist in der Kirche immer ein Zombie. Immer. Versprochen. Siehe da. Was für eine Ironie, ne? So, Moment. Jetzt gucke ich hier gleich mal in dem blöden Buch. Oh, ich will das Gold mitnehmen. Ja, das kannst du doch verkaufen beim Händler. Ah ja, das wäre noch geil. So seltene Sachen finden. Irgendwie alte Münzen oder Schmuck. Und das dann verhökern. Irgendwas Wertvolles. Dass du mal auf gut Glück, sag ich mal, ein bisschen Geld verdienen kannst. Mal richtig gut beim Händler. So, Evil Dead. Knochennadel. Knochennadel. Nehmen wir mit. Mein guter Arm. Jetzt einen Bindfaden finden, haben wir gewonnen. Oh. Oh ja. Ich will wieder Böller anzünden. Das finde ich, da wünsche ich mir auch noch viel mehr im Spiel. Verschiedene. Kannst du ein bisschen Silvester feiern? Oh, genieß das Spiel. Jetzt gucke ich noch mal was. Gab's nicht mittlerweile eine Einstellung? Nee. Nee, nee. Ich dachte, es gab jetzt noch mal eine differenzierte Einstellung. Für, sag mal, zum Beispiel diese Umgebungsgeräusche und die normalen Spielgeräusche. Aber da habe ich mich geirrt. Gib doch mal so einen Engerling rein hier, so einen saftigen. Jetzt geht's mal los. Ja. Gut. Oh, das haben wir auch schon mal. Ist hier was drin? Obwohl, Trinkprobleme haben wir auch nicht. Wir haben unten den Teich. Da ist nichts. Okay, Wasserprobleme werden wir nie haben. Pilotenmütze. Ach komm, die Handschuhe rüste ich jetzt aus. Ja. Komm, wo ist denn der Wanner? Stimmt. Elfriede. Elfriede und Wanner Fritz. Nenne ich sie doch immer. Elfriede und Werner Fritz. Rucksack. Siehste? Hab ich doch gesagt. Gut. Nehmen wir mit. Ich nehme es jetzt auch mit. Dann sind wir voll. Dann muss ich schon wieder zurück. Nützt jetzt nichts. So. Moment.
Moment. Da lang. Einmal zurück. Was ist denn das mit dem Gold? Kontostand 0, ist klar. Gold. Siehst du, ich hab den Zombie nicht durchsucht. Die haben da immer mal Geld einstecken. Ich blöd, Mann. Mir ist ziemlich warm. Ist ja auch normal, wenn man rennt. Du blöd, Mann. Ach, da haben wir das schon mal gefunden. Das sieht doch mal aus wie so ein Erste-Hilfe-Kasten, finde ich. Irgendwie. Compound-Bogen müssen wir uns wieder kaufen. Das wird immer das Erste, was ich kaufe. Und Antibiotika. Compound-Bogen knapp 3000, gell? Antibiotika 6000. Der kleine Blister, glaube ich. Irgendwie so war das. Compound-Bogen kriegt man schnell zusammen. Wenigstens etwas, was man sich dann mal schnell leisten kann. Ja, mein Gott, das tut mir leid. Wir müssen ein bisschen rennen. Kurz ausruhen. Oh, wir sind zurück ins Kamm. Ich liebe es so sehr. Dann trinken wir einen kleinen Schluck frisches Wasser unten am See, mein Guter. Pass mal auf. Das machen wir. Komm, einmal noch durchrennen. Zieh, 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 zieh. Schön. Jetzt gucken wir. Ich denke, das bauen keine. Das wäre gut. Dann habe ich das endlich. Oh, doch. Ah nee, das ist mein Auto. Ich dachte, ich habe so ein rotes Hemd gesehen. Nee, nee. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt macht ja eine Safe-Zone auch keinen Sinn, ne? So, mein Guter. Guck mal. Das ist. Warte mal, ich nenne die jetzt schon mal um. Wie ging denn das? Warte mal. Set Name geht wohl nicht mehr. Ja, guck mal. Dekontaminierung. Da gibt's wohl doch irgendwas. Ich kann die nicht mehr umbenennen, oder bin ich gerade doof? Ich weiß es nicht. So, jetzt machen wir uns einen Bogen. Ja, hier. Oh, einfach ins Gestrüpp gesprungen. Oh, laut. Das ist komischerweise mal übelst laut. Ach, da war ja was. Brauche erst. Nee, brauche ich nicht. Hör mal auf, mein Guter. Wir haben alles. Wir haben ja den Draht. Wir haben ja den Draht. Und damit. Warum? Ich hab doch alles. Das hatte ich schon mal das Problem, gell? Ach, ich brauche mehr Draht. Das reicht nicht. Ich denke mal, der Draht reicht nicht.
Das ist nämlich hier nur 8 von 10. Das wird sein, oder? Das könnte sein. Gut, dann lasse ich die Feile kurz hier. Ich lasse die Knochennadel jetzt auch hier. Den Stock tue ich hier schon mal rein. Jetzt haben wir ihn immer. Und dann würde ich sagen, gehen wir looten. Ja, im Schnitt wieder eine halbe bis dreiviertel Stunde, eine Folge. Da ist das Atomkraftwerk. Das ist bestimmt sehr unheimlich dort, denke ich schon. Könnte ich mir vorstellen, Sir. Wie ist hier Wasser drin? Ja, komm. Brauche ich nicht mal aus dem Fluss trinken. Guck mal, wie viel Wasser hier angeblich drin ist. 150 Milliliter in den Maiskolben. Ja, man kann sich schnell. Ja, jetzt sind wir aus der Zone raus. Man kann sich da schnell verschätzen, ja. Genau wie bei einer Banane. Da ist so viel Wasser drin, das denkt man gar nicht. Raschel, raschel. Oh, schön looten. Survivalen. Ja, mein Guter, du schwitzt, ich weiß. Alles gut. Die Motorradjacke hast du auch nur so lange an. Bis mir hier. Warte mal, macht die sehr warm? Ja, ne? Muss ja. Pia. Ich kann und will auch noch nicht so viel ausziehen, weil das alles Trageplatz, sonst renne ich ja wirklich nur noch hin und her. Okay. Da musst du jetzt mal kurz durch, mein Guter. Wir kriegen das. Glaub an deinen UW. Wir kriegen das wieder hin. Komm, wir sind mittlerweile so tough in dem Spiel geworden. Ich überlege, wie ich am Anfang gespielt habe. Oh Gott. Da bist du schnell überfordert, weil das so komplex ist. Friede, warst du wieder saufen? Hä? Du alte Mutti. Komm, ich mach's gleich weg. Du blöde, eklige Mutti. Durchsuchen. Sind die eklig, gell? Kein Geld. Oh ja. Oh. Was ist denn das? Industrieller. Oh, den nehmen wir nachher mit. Den nehmen wir nachher mit. Was wir haben wir? Ich will hier schön. Industrieller Dünger. Richtig gut. Oh, den nehmen wir mit. Den nehmen wir nachher mit. Das ist wohl klar. Eine Bikerjacke, die sogar ein bisschen besser ist, mein Guter. Ja, haben wir wenigstens alle Plätze. Also mal, so früh habe ich doch noch nie eine Waffe gefunden. Und die ist sogar 80%iger Zustand. Wow. Jetzt geht's los. Ist das krass.
Meine Lieblingswaffe. Mit denen glaubst du die Zombies einfach weg. Was denn hier? Oh, den findest du ein bisschen viel, hä? Okay. Das ist nochmal der organische hier. Dünger. Danke. Alfriede, jetzt habe ich keine Angst mehr vor dir. Ich klatsch dir die Spitzhacke ins Auge. Du hässliche Mutti. Ja, mein Lieblingsbild. Mein Lieblingsbild. Boobies. Boobies, Beste. Was haben wir denn hier? Spitfire, ja. Da nehme ich doch die. Die ist sogar 98%ig. Läuft, hä? Guter Start, würde ich sagen. Dekoratives Papier. Ah ja. Leere Schachtel. Hä? Leere Schachtel? Ich will so ein Geschenk basteln. Nee, ich will die Weihnachtskugeln wieder sammeln. Weil die so schön bunt sind. Jawohl. Kannst du die mal weg? Na. Jetzt haben wir wieder schöne neue Turnschuhe. Es läuft, hä? Wir sind gut dabei. So, wie ist denn das jetzt? Muss ich da hier von so einem Auto was abbauen? Nee. Metallschrott müssen wir nochmal mitnehmen. Ja, wir sind, glaube ich, schon wieder voll, ne? Nee. Hab ich alles noch? Die Waffe, die Spitze. Ja. Ja. Ach, Kies, das braucht man ja jetzt alles, ne? Für das Base Building. Komm, wir nehmen jetzt gleich mal Metallschrott mit. Ich zeichne die ganzen Kisten schon mal an. Ist egal. Ich möchte wieder für alles eine Kiste. Weil ich alles looten will. Alles. Elfriede, ich habe hier was für dich. Ein Stück Metall für dein Gesicht. Du hässliche Mutti. Was ist denn das? So, auch noch mal so eine Werkstatt, hä? Warte mal, hier ist doch irgendwo ein Zombie drin, hä? Ich höre aber einen. Aus der Richtung. Na, komm her. Donner. Natürlich.
Komm her. Oh, was der aushält. Was der aushält, gell? Übelst gepanzert, der Dicke. Dafür krieg ich jetzt Geld. Du warst ne Endboss. Nee. So. Guck mal. Wollen wir mal hochgucken? Komm. Wollte schon sagen. Nicht, dass wir die wieder liegen lassen. Ich kenne mich doch. Noch so ein Dicker. So, mein Freund. 31 Ruhmpunkte schon. Die sind so abgeranzt. Und den einen Nagel nehme ich jetzt Uni mit. In die Garagen gucken wir mal rein. Alleine schon, wegen Batterien und dem ganzen Mist. Was ist denn das? Noch eine Spitfire-Jacke. Die wiegt 0 Kilogramm. Echt? Die wiegt 0 Kilogramm. Das haben sie vergessen zu programmieren. Vorteil für uns. Und ich sag's noch, gell? Ach, angeln. Angeln möchte ich auch wieder. Pharmazie. Da gucke ich jetzt noch rein. Aber hier habe ich noch nie was Gutes gefunden. Yes. Unser erstes Geld. Und die Geräusche. Na gut. Moment. Nee, leider kein Ei. Leider kein Ei. Aber hier findet man doch immer was zu essen, gell? Pestizid, guck. Karotte essen? Nee. Komm, wir machen mal Samen draus. Oh, die Walnuss. Essen. Ja.
Micromanagement ist alles. Wie groß ist denn das? Jetzt muss ich mal gucken. Ach du Scheiße. Ja, mache ich Samen. Ich hole mir das Klei. Das will ich nicht stehen lassen. Siehst du, da haben wir schon unser Nähset. Ach, das geht. Das geht halt los. Wo ist die Zeit denn, Mensch? Typisch Scam. Gut. Das hole ich mir dann gleich. Kann ich die Axt auch zu Hause lassen? Ey, da haben wir so viel gutes Zeug gefunden. Alter, guck dir das an. Eine Batterie. Die ist zwar leer, aber egal. Eine Batterie. Die Spitzhacke. Starke Nahkampfwaffe. Ein Gewehr im guten Zustand. Wir haben das Nähset schon. Wir haben ja einen Lauf. Nimm die mal bitte weg, mein Guter. Geht nicht, ne? Nee. Da wärst du nämlich einen Ticken schneller. Warte mal, nehme ich die Axt? Sind wir nochmal einen Ticken schneller, ja. Ich werde es auch wieder so machen. Ich werde einen Spot nicht gleich wieder hintereinander looten, weil im Singleplayer ist es ja so, wenn du aus dem Spiel rausgehst, wieder rein oder es wieder neu startest, ist ja alles wieder zufällig gespawnt. Ich lasse solche Spots dann ein paar Tage liegen. Das heißt, wenn wir mit der Stadt so grob durch sind, wird das nächstes Airfield. Ja, ich denke. Dann ein bisschen die Fabrik. Ich denke mal, diesen Strahlenschutzanzug kann man nur kaufen. Ich glaube nicht, dass du den findest, oder? Vielleicht in einem Bunker, ja. Keine Ahnung. Ja, mein Guter, wir sind gleich da. Es scheinen keine zu spawnen. Habe ich ja wenigstens mal meine Ruhe. Jetzt weiß ich das endlich mal nach 1000 Folgen Scam. 1000 ist übertrieben, aber. Es spawnen doch Zombies, du Blödmann. Was ist denn das bitte für eine Safe Zone? Kann ich die auch wieder rausnehmen? So, ein Müll. Aua. Jetzt ist aber Schluss. Alter. Alter. Wenn du kein Geld hast. Natürlich nicht. Die haben immer alle Nägel einstecken. Ist das eine Scheiße, du.
Das ist eine Scheiße, du. Ich muss leichen. Ja. Alter, ist das schlimm. Moment, jetzt probiere ich was. Jetzt probiere ich was, mein Guter. Muss ich vielleicht die Batterie hier noch einbauen? Charge-Batterie, nee. Aber zu Bleiplatten verwerten. Wie machst du denn das? Mache ich das hier? Nee. Hier. Nee. Mit einer Säge, ne? War das. Oder? Ich heb's auf. Ich heb's auf. Ich mach da Bleiplatten draus. Was braucht man hier für Munition? Eine Schrotflinte. Also brauche ich Schrot. Wollen wir mal gucken, ob wir Schrot herstellen könnten? Hier. Haben wir. Papier finden wir. Könnten wir Schrot herstellen. Also ich brauche bloß noch ein bisschen Papier. Gut. So. Reicht für die Folge. Guck mal, wir sind bei 48 Minuten. Ich mache aber gleich noch eine. Bis dann.